Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen kleinen Video. Und zwar habe ich mir gedacht, ich rede mit euch heute mal über die Abschaltautomatik einer E-Zigarette. Ja, für was ist die Abschaltautomatik? Die Abschaltautomatik ist eine Sicherheitsfunktion der E-Zigarette. Die ist in jedem Akkuträger und in jeder Stiftzigarette, E-Zigarette verbaut. Und das schützt das Gerät vor Überlastung und Überhitzung. Und sie schützt natürlich den Akkuträger von unbeabsichtigten Belastungen, beziehungsweise wenn du zu lange ankommst an der Feuertaste oder sonstige Sachen. Dann kappt sie nach 10 Sekunden die Stromzufuhr und somit ist dann die Abschaltautomatik aktiviert. Ja, wie macht die E-Zigarette das? Die Abschaltautomatik wird über die Firmware gesteuert, die in dem Gerät vorhanden ist. Die Firmware registriert alle Aktionen, die du auf dem Display durch Knopfdruck durchführst. Das merkt sich die Firmware. Somit weiß sie, wenn du deinen Feuertaster drückst, misst sie quasi die Zeit. Und wenn die Zeit von 10 Sekunden erreicht ist beim Feuern, kappt sie die Stromzufuhr. Ja. Also schau immer, dass du, wenn du deinen Akkuträger einsteckst, eventuell die Tastensperre für das Display aktivierst. Die Abschaltautomatik dient einfach zur Sicherheit, schützt auch dich, falls einmal ein Akku ausgast oder sonst was. Es kann nämlich zu schweren Verletzungen kommen. Ja. Oder der Verdampfer kann sehr heiß werden, wenn du permanent feuerst und die Coil ist dann sowieso hinüber. Und jetzt werde ich euch das mal demonstrieren, wie das aussieht mit dieser Abschaltautomatik. Ich hoffe, man kann es erkennen. Ich feuere jetzt 10 Sekunden permanent. Timeout. Somit ist mein Call jetzt hinüber, aber ich habe euch das jetzt demonstriert. Danke für eure Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal.